Once to Watch. In dieser Woche mit Bayern-Leihgabe Josip Stanisic, der das Titelgehen nach Leverkusen bringt, Arsenal-Gehirn Declan Rice in der Premier League und Jonas Deichmann, der Extreme unter den Extremtriathleten. Josip Stanisic, ausgerechnet Josip Stanisic. Selten hat diese Fußballfloskel besser gepasst. Im Sommer leiht ihn der FC Bayern an Bayer Leverkusen aus und wird jetzt doch an der Isar schmerzlich vermisst. Wie sehr, das haben die Münchner im direkten Duell zu spüren bekommen. Die Leihgabe sorgt für das 1:0 und den Grundstein des Erfolgs gegen den Meister. 5 Punkte Vorsprung vor den Bayern, 13 Spieltage vor Saisonschluss. Der Titelkampf noch lange nicht entschieden, dennoch ein Statement der Werkself. Es könnte das Jahr werden, in dem aus Vizekusen Titelkusen wird. Unter der Woche köpft Jonathan Tah Bayer 04 ins Pokalhalbfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Das Duell Anfang April wohl auch nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Berlin. Vielleicht hat der dreifache deutsche Meister Josip Stanisic ja so ein bisschen Titelgehen aus München nach Leverkusen gebracht. Fußballerisch der kroatische Nationalspieler auf jeden Fall eine Bereicherung. Auch deshalb am letzten Spieltag der 6. Bundesliga-Startelf-Einsatz in Folge und das erste Saisontor vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Josip Stanisic mit 23 weiß er, wie Titel gewinnen geht. Vielleicht in diesem Jahr zum ersten Mal mit Bayer statt Bayern. Es war eine Statement-Woche für den FC Arsenal in der Premier League. Auf das 3:1 gegen Liverpool folgt am Sonntag eine 6:0-Demontage der Hammers. Die Gunners 2 Punkte hinter Liverpool in Lauerstellung, mit einem Spiel mehr als die punktgleichen Citizens. Der Titel in dieser Saison wieder in greifbarer Nähe, auch dank eines Neuzugangs aus West Ham, Declan Rice, am vergangenen Spieltag mit 3 Torbeteiligungen gegen den Ex-Club. Der Wechsel zum FC Arsenal im Sommer, der nächste Entwicklungsschritt des Engländers. Denn mittlerweile dort auch zum Gehirn im Mittelfeld des Arsenal Football Club geworden. Und nach 24 Premier League Spieltagen nicht mehr wegzudenken aus der ersten Elf von Mikel Arteta. Zweikampfstark, passsicher, vielleicht der 25-Jährige mit der besten Übersicht im Weltfußball. Mit 110 Millionen Euro mittlerweile auch der drittwertvollste Spieler auf der Insel. Der FC Bayern hätte diesen Declan Rice in jedem Fall gut gebrauchen können, mit 120 Millionen Euro laut Uli Hoeneß allerdings überteuert. Bei Arsenal zahlt er die happige Ablöse jetzt mit Topleistungen langsam zurück und so ein englischer Meistertitel nach 20 Jahren Abstinenz ohnehin unbezahlbar. Im letzten Jahr ist den Gunners die Luft irgendwann ausgegangen. Vielleicht kann Declan Rice in diesem Jahr der X-Faktor der Premier League-Saison werden. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und der Marathonlauf. Eine Triathlon-Langdistanz, auch bekannt als Ironman. Für jeden Breitensportler eine Ausnahmeleistung, für Profis die Königsdisziplin des Triathlonsports. Er hat sie auch schon geschafft und zwar mal 120. 2020 macht Jonas Deichmann einen 360-Grad-Triathlon einmal um die Welt, schwimmt 455 Kilometer, fährt 21.000 mit dem Rad und läuft über 5.000 Kilometer, bis er 2021 am Ziel ist. Das Buch und der Film Das Limit bin nur ich, machen den Stuttgarter zum Extremsportstar. Der nächste Weltrekordversuch des Schwaben, schnell erklärt, 120 Langdistanzen in 120 Tagen am Stück. Ein Vorhaben, das sogar Ironman-Legende Jan Frodeno staunen lässt, vor allem die mentale Herausforderung. Der Extremste der Extremen selbst genießt nach eigener Aussage die körperliche Erschöpfung. Ab dem 9. Mai wird er sie im fränkischen Rot wohl täglich spüren dürfen. Zur Halbzeit und Langdistanz Nummer 60 nimmt er dann natürlich auch bei der Challenge Rot teil. Für die meisten Teilnehmer das Triathlon-Highlight des Jahres, für ihn nur ein kleiner Teil des Weltrekords. Die Challenge Rot in Dauerschleife und jeden Tag mit einem selbstgesetzten 12-Stunden-Limit. Eine Mittagspause will sich Jonas Deichmann trotzdem gönnen und sollte bei dieser Ausdauer auch kein Problem sein. Denn nach der Langdistanz ist vor der Langdistanz, zumindest bis zum 5. September, eine Extremleistung für den guten Zweck.